Das Fossil des Jahres 2020, der berühmte Urvogel Archaeopteryx, kann endlich wieder besichtigt werden. Mit einem Festakt öffnete das Jura-Museum auf der Willibaldsburg in Eichstätt erneut seine Pforten. Für mehrere Monate war dessen Zukunft ungewiss, nachdem das Eichstätter Priesterseminar die Betriebskosten nicht mehr tragen konnte. Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt hat die Trägerschaft übernommen, unter neuer wissenschaftlicher Leitung von der Geologin Christina Ifrim. Das Jura-Museum präsentiert weltberühmte Fossilien. Und ich bin viel rumgekommen in der Welt. Sie sind wirklich weltberühmt. Jeder kennt die Archaeopteryx. Das Spannende am Museum ist, dass einzigartige Fossilien in einer wunderschönen Umgebung gezeigt werden. Und hier arbeiten zu dürfen, ist einfach unglaublich toll. Hier sind insbesondere über 150 Millionen Jahre alte Fossilien der Solnhofener Plattenkalke zu sehen. Mancher Meeresbewohner aus einer Versteinerung schwimmt sogar direkt daneben im Aquarium als sogenanntes lebendes Fossil. Das Jura-Museum schlägt eine Brücke zwischen Kirche und Wissenschaft. Eine Win-Win-Situation, denn auch weiterhin werden viele Exponate aus der Sammlung des Priesterseminars ausgestellt. In den kommenden Jahren sollen die Eichstätter Willibaldsburg und das Jura-Museum modernisiert werden, um die historische Ausstellung in neuem Ambiente erlebbar zu machen.